Hallo, ihr Motorradverrückten. Heute montieren wir gemeinsam den Vergaser einer Kawasaki VN750A. Ich empfehle euch ganz dringend, schaut euch das Demontagevideo an, denn dieser Vergaser, ich halte ihn hier mal rein, der sieht ein bisschen komplizierter aus als die meisten anderen. Ist er im Grunde nicht, es ist nur ein, wie soll ich das sagen, recht eigenwilliger Aufbau. Ja, wie gesagt, schaut euch bitte das Demontagevideo auch unbedingt an. Wie immer zeige ich euch den grundsätzlichen Aufbau des Vergasers anhand eines einzelnen. Der andere ist genauso aufgebaut. Bevor wir loslegen, schauen wir erstmal, was brauchen wir denn an Werkzeug. Wir brauchen zum Prüfen einen dünnen Benzinschlauch. Dann haben wir eine kleine kräftige Taschenlampe. Ich habe hier eine Auswahl von verschiedenen großen Schlitzschraubendrehern auf dem Tisch. Einen Kreuzschlitzschraubendreher in der Größe PH2. Einen Gabelringschlüssel in 12 und einen in 8 mm und eine kleine Spitzzange. Ein wichtiger Hinweis noch, bitte schau auf alle Fälle einmal kurz in die Videobeschreibung. Sollte ich vergessen etwas zu sagen oder sich im Nachhinein zu deinem Vergaser noch eine Info ergeben, kann ich das dort nachtragen. Außerdem findest du in der Videobeschreibung eine Mailadresse von einem Profi, zu dem du deinen Vergaser zur Ultraschallreinigung schicken kannst. Weiterhin wird gern gefragt, verdient der Vergaseronkel denn eigentlich Geld damit? Das ist das Coole, wenn du mit den Affiliate-Links die Reparatursätze aus der Videobeschreibung kaufst, unterstützt du unseren Kanal beim Erhalt und beim Wachstum. Außerdem einen Shop mit schneller Lieferung und mit fantastischen Bewertungen. So Leute, nur kurz zur Info, hauptsächlich für die, die öfter unsere Videos schauen, schaut mal dort oben. Ja, da liegt ein komplett neuer Reparatursatz. Nicht, dass ihr euch wundert, warum baut er denn das heute mit dem ganzen alten Krempel zusammen. Meine liebe Frau, die hier für uns alles filmt, jetzt auch im Moment, muss zu einem Termin und deswegen habe ich mich heute dazu entschlossen, sozusagen das mit den alten Teilen komplett wieder zusammenzusetzen. Es geht ein klein wenig schneller. Das einfach nur so für euch zur Information. Wir legen auch direkt los. Hier unten mit dieser kleinen Kammer. Hier hinein gehören die Düsen. Bevor wir hier loslegen können, Entschuldigung, wollte ich doch noch sagen, machen wir bitte noch eine Prüfung hier nach Durchgang. Hier gibt es drei Luftdüsen und zwar können wir eine mit der Taschenlampe prüfen, nämlich die hier ganz links. Da leuchte ich jetzt rein und ihr schaut mal bitte an diese Stelle. Ja, da muss also Durchgang sein, da kann man das Leuchten sehen. In die anderen beiden nehmt ihr einfach einen Benzinschlauch, ich zeige euch das jetzt nicht weiter, ich habe ihn ja vorhin hier auf dem Tisch gehabt, setzt den bündig auf, wenn es nicht ganz passt, vielleicht einfach ein bisschen mit dem Finger noch zuhalten den Rest und pustet mal durch. Und wenn ihr das ganz genau wissen wollt, haltet ihr euch diese Stelle sozusagen ans Ohr und dann hört ihr, dass hier die Luft wieder austritt. Ja, das ist also ganz wichtig zu prüfen. Durch diese Kanäle wird also Luft in das Leerlaufsystem gebracht, einmal über das Aircut-Ventil, einmal der generelle Zugang und einmal strömt hier Luft zum Mischrohr der Hauptdüse, zum Vormischen sozusagen des Kraftstoff-Luft-Gemisches. Wir legen los mit der Leerlaufdüse, das ist diese hier. Und ich zeige euch erstmal, das ist nämlich ein bisschen schwer zu sehen, wo die hingehört. Schaut mal. Ja, dort. Da hinein, ja, da gehört die hin. Und hier in die große Öffnung kommt gleich die Hauptdüse. Ja, so habt ihr das erstmal gesehen. Das heißt also, ich setze die jetzt hier an. Ich muss nämlich den Vergaser hier so ein bisschen zu mir drehen, dass ich hier überhaupt rankomme. Und dann nehmt bitte einen möglichst gut passenden Schraubendreher, also die Klinge nicht zu schmal, dass dieser kleine Schlitz hier in dem Messing nicht kaputt gemacht wird. Und denkt beim Festdrehen bitte daran, kleines Gewinde, weiches Material, also bitte nicht übertreiben. So, die sitzt. Und als nächstes nehmen wir uns hier unten den Düsenstock der Hauptdüse. Die Hauptdüse ist noch eingeschraubt von der Demontage. Ja, das kann ich jetzt hier nehmen und die kommt hier hin. Und jetzt kann ich es mir ein bisschen leichter machen und kann es erstmal hereinschrauben, sozusagen über den Schlitz von der Hauptdüse. Und befestigt wird es dann natürlich mit dem Sechskant. Da braucht ihr jetzt den 8 mm Gabelringschlüssel. Ihr könnt auch eine kleine, schlanke Nuss nehmen. Hier muss man jetzt ein bisschen schauen, einem Maulschlüssel, wie man den jetzt hier ansetzt, so dass man das hier ein bisschen fester bekommt. So, wunderbar. Das ist fest. Und das war es hier an dieser Stelle auch schon. Jetzt kommt dieser kleine dreieckige Deckel drauf. Das ist der. Ihr nehmt natürlich bitte die neue Dichtung aus dem Reparatursatz.
Genau, das ist diese, danke sehr. Deckel drauf. Und original sind hier Schrauben drin, die sowohl einen Kreuzschlitz als auch einen Sechskant haben. Schrauben ansetzen, reinschrauben, befestigen. Und dann könnt ihr auch schon, wenn ihr mögt, hier die neue Ablassschraube reinschrauben. Die liegt hier oben. Ich zeige es euch nochmal. Dazu noch ein Wort. Die neue ist etwas länger als die alte. Die guckt also, diese, die guckt also ein kleines Stückchen raus. Lasst euch davon nicht irritieren. Das ist nicht schlimm. Wir schauen noch mal hier, ich zeige es mal, die alte sitzt hier nämlich bündig, ja, und die neue guckt ein kleines Stückchen raus, ist aber, wie gesagt, von der technischen Seite her völlig okay. Also, Schrauben rein, festschrauben und dann geht es mit der Leerlauf-Gemischschraube weiter. So sieht die Leerlauf-Gemischschraube aus, das ist die mit dieser ganz feinen Spitze hier. Hier nochmal einzeln für euch die korrekte Reihenfolge, so gehört das zusammen, auf die Schraube gehört die Feder, dann die kleine Scheibe und der O-Ring. Das setze ich jetzt alles so zusammen, dass der O-Ring hier am Ende ganz vorne auf der Spitze drauf sitzt und das alles ein wenig festhält. Und dann schrauben wir das rein. So sieht das jetzt hier zusammengesetzt aus. Und schaut mal, hier hinein an der Seite, ja, hier wo auch das Aircut-Ventil ist, hier ist die Montageöffnung für die Leerlauf-Gemischschraube. Ich stelle jetzt den Vergaser so hin, dass ich das hier in der waagerechten reinschrauben kann. Bitte nicht senkrecht machen, denn wenn jetzt tatsächlich der kleine O-Ring vielleicht doch runterrutschen sollte und die Scheibe, dann liegt es dort alles unkontrolliert drinne. Und so habt ihr hier die Sicherheit, dass das alles an der richtigen Position bleibt. Schraube reinschrauben auf Anschlag, wobei Anschlag hier bitte sehr, sehr vorsichtig zu sehen ist. Ja, also hier keine große Kraft aufwenden. Einfach nur so mit zwei Fingern am Schraubendreher, dann merkt man den Anschlag. Und dann zur Grundeinstellung eine gewisse Anzahl an Umdrehungen wieder heraus. Diesen Wert schreibe ich euch wie immer in die Videobeschreibung mit hinein. So, Freunde, im nächsten Schritt montieren wir hier das Aircut-Ventil und dazu gibt es einen O-Ring. Und wenn ihr euch den ganz genau anschaut, vielleicht müsst ihr ihn auch anfassen, um das zu merken, dann hat er eine so etwas kantige Seite. Drehen nochmal rum und eine etwas rundere Seite. Das ist ganz wichtig, denn der muss in einer bestimmten Lage rein. Ich nehme den jetzt mal. Die runde Seite muss sozusagen nach oben zeigen, euch anschauen und genau so gehört ihr jetzt hier an diese Position. Ich drücke den hier noch mal ein bisschen rein. So, ja, dieses Runde nach oben und das Eckige nach unten, das ist wichtig, sonst dichtet der nicht richtig ab. Jetzt könnt ihr hier das alles noch schön mit Silikonspray einsprühen natürlich, die Membran vom Aircut-Ventil einsetzen. Bitte schaut, dass der Rand hier schön in der Nut vom Vergaser liegt. Im Zweifelsfall, wenn hier kleiner Riss ist oder ein Löchlein oder so, bitte unbedingt eine neue. Die liegt dort schon. Hier wird also gleich noch eine neue verbaut. Und auch die neue Feder gehört dort mit dazu, weil die alarmt ja im Laufe der Zeit. So, ich zeige euch das jetzt hier noch mit den Altteilen. Die Feder also hier drauf, ja, die soll auf diesem Teller sitzen. Und im Deckel gibt es hier so eine Nase. Und die Nase hält auch die Feder fest. Einfach, dass das hier in Position sitzt. So, und der Deckel hat nur eine Position, denn diese Aussparung, die hier herausschaut, muss über den O-Ring drüber. Ja, ich setze das jetzt mal auf. Hier muss man ganz ordentlich drücken. So. So. Jetzt kräftig festhalten. Und dann gibt es hier die zwei kleinen Kreuzschlitzschrauben. Die setzt ihr bitte an. Schraubt sie ganz herein und macht das Ganze fest. Und dann geht es im nächsten Schritt schon mit dem Schieber und der Unterdruckmembran weiter. Da haben wir hier den Schieber mit der Membran. Membran bitte gründlich kontrollieren auf Risse oder Löcher. Und wenn die okay ist, nehmt ihr hier die Teillastnadel. Entschuldigung, wollte ich nochmal zeigen. Das ist diese, genau. Und schaut mal, da unten habt ihr in der Mitte ein Loch und dort hinein, das am Rand muss leer bleiben, also frei bleiben, und dort hinein in der Mitte kommt jetzt die Teillastnadel. So. Zack. So sieht das dann aus. Und so kommt der Schieber komplett hier oben in den Vergaser hinein. Es gibt nur eine Richtung, in der es geht. Ich habe es jetzt falsch rum versucht. So. Und dort unten muss jetzt die Nadel hier in den Zerstäuberkopf vom Düsenstock reingleiten. Super. Dann schaut ihr hier oben bitte, dass die ordentlich
mit ihrem Rand in der Nut vom Vergasergehäuse liegt. Jetzt kann hier die Feder rein. Dieses Kunststoffelement muss hier drauf. Ja, manchmal ist es auch einzeln. Das hält am Ende, wenn der Deckel montiert ist, die Düsennadel, also die Teillastnadel, im Schieber in Position. So, den Rand hier nochmal schön reinlegen. Deckel drauf. Beim Deckel drauf legen bitte beachten, dass diese Nase hier oben hier in die Feder hereingreift. Sieht man's? Ja, jetzt so. Dass also die Feder auf alle Fälle in Position ist. Deckel drauf. Und dann gibt es hier diese 1, 2, 3, 4 Kreuzschlitzschrauben. Die kommen hier herein und die schraubt ihr bitte fest. Und dann geht es mit der Schwimmerkammer weiter. So Leute, schaut mal, das ist ja hier sozusagen Teil der Schwimmerkammer. Das Schwimmernabelventil, der Sitz ist hier drinnen verpresst. Da schaut ihr mal bitte auf unserem Kanal, gibt es ein Video dazu, wie man diesen Sitz innen poliert. Ja, das würde ich euch auch trotz der Ultraschallreinigung empfehlen. Und wir nehmen jetzt den Schwimmer und das Schwimmernadelventil. So muss das. Und an dieser kleinen Blechzunge, sieht man fantastisch, seht ihr, ist so eine kleine Kante. Ja? Und das Schwimmernadelventil hat ja diesen kleinen federbelasteten Pin. Das ist jetzt hier ein bisschen schwierig drauf zu fummeln. Der Drahtbügel muss also hier durch. So, und dann müsst ihr hier eine Position finden, dass ihr also den Pin so ein bisschen reindrücken könnt. Sonst kommt ihr nämlich hier nicht über diese kleine Kante. So, jetzt hat es geklappt. Da muss das drüber. Ja, also einfach mit ein bisschen Geduld. Jetzt hängt das hier dran. Ich drehe das um. Und jetzt fädelt ihr bitte das Schwimmernadelventil hier in den Sitz ein. So, zack. Schön reingezittert. Immer noch nicht. So. Jetzt. Und jetzt brauchen wir diesen kleinen Sicherungsbügel. Kannst du den bitte nochmal zeigen? Das ist dieser, genau. Und der gehört jetzt so hier hinein. Das wird jetzt also hier reingesteckt. Ich sehe nichts schon. Ja, Entschuldigung, so. Hier rein. Und jetzt gibt es hier unten im Gehäuse gibt es ein Loch, wo der reingehört. Und dort muss der rein. Ja, ich denke, das sieht man jetzt ganz gut. Jetzt könnt ihr den hier nochmal so ein bisschen reindrücken. Zack. So, und jetzt gibt es ja immer die Frage nach dem Schwimmerstand. Normalerweise haben wir dazu, ich drehe das mal so ein bisschen, haben wir dazu in der Videobeschreibung ja ein paar Daten. Würden wir dieses Mal darauf verzichten, ihr findet in der Videobeschreibung natürlich die Daten zur Grundeinstellung der Gemischschraube. Schaut mal bitte, ich zeige euch das. Also den Schwimmerstand grob einstellen kann man, indem man den Schwimmer so positioniert, dass er auf diesem kleinen Pin aufliegt, das Ventil drin ist, aber ihn nicht eindrückt. Ja, es muss also hier noch diese Federkraft sozusagen zu spüren sein. Und jetzt gibt es hier zwei Markierungen, diese und diese, diese kleinen Nasen. Und hier gibt es diese, ich sage jetzt mal Naht im Kunststoff von dem Schwimmer. Und das sollte in etwa mittig hier dazwischen sein, dann habt ihr schon mal einen guten Wert. Es gibt noch eine genauere Methode. Danke, es ist wunderbar zu sehen. Es gibt noch eine genauere Methode für den eingebauten Vergaser. Die ist aber recht umständlich. Die Schlauchmethode, die also, muss ich mal diesen Vergaser hier nehmen, die untere Schraube vom Aircut-Ventil, davon, ich glaube, den oberen Rand, also eine sehr, sehr umständliche Geschichte, als Bezugspunkt nimmt und man muss dann mit dem Schlauch schauen, wo ist dieser Stand. Der Schlauch kommt dann hier unten drauf. Die Ablassschraube wird geöffnet und dann muss man den Stand hier einstellen. Da schaut ihr bitte unbedingt ins Reparaturhandbuch. Das, was ich euch hier zeige, ist sozusagen die Grundeinstellung für die Montage, dass ihr damit erstmal arbeiten könnt. Ja? In den meisten Fällen reicht das natürlich auch aus. So, jetzt geht's hier weiter. Jetzt muss der Vergaser hier drauf. Nochmal der Hinweis, dass ihr nicht überlegen müsst, wie gehört er hin. Seht ihr hier zwei Löcher, hier Schraube, hier ist einfach nur eine Öffnung. Und das gehört da drauf. Die Schraube kommt hier durch und in diese Öffnung gehört diese Nase. Und hier oben gibt es das gleiche nochmal, ein bisschen weiter voneinander entfernt. Das ist sozusagen das. Also man kann das im Grunde gar nicht verwechseln. Jetzt gibt es noch zu beachten, dass ja hier dieses Gestänge wieder herein muss. Ja, da wo wir bei der Demontage den ganz, ganz winzig kleinen Splint herausgezogen haben. Das zeige ich euch jetzt hier nochmal. Das muss hier hinein, ja, in diese Öffnung. Von der Seite kommt hier keine Kunststoffscheibe dagegen, von der anderen dann schon. Das heißt also, das ist jetzt ein bisschen sportlich zu betrachten. Ich würde also zuerst hier oben
Das sieht man nicht, wahr? Ist hier zu dunkel. Moment. Ich muss das nochmal in die richtige Position bringen. Oh, hier muss man im Grunde ein paar Sachen zugleich machen. Ich würde also zuerst hier oben versuchen, das zumindest anzusetzen, einzufädeln. Und jetzt drehe ich mir das hier so in Position. So. Oh, das hat doch super geklappt. Zack. So, also nehmt euch da Zeit, haltet das schön fest. Und jetzt gibt es die drei Kreuzschlitzschrauben, die wir rausgeschraubt hatten. Und zwar hier, hier und hier oben. Die setzt ihr jetzt bitte an. Mit vorher nochmal schauen, dass das hier also nirgendwo sperrt, ja, dass das hier überall satt anliegt, dort und auch hier unten. Und dann rein mit den drei Schrauben und festgeschraubt. So Leute, schaut mal, das ist jetzt die Stelle, wo wir dieses Gestänge eingefädelt haben. Ich habe jetzt hier einen ganz kleinen Schraubendreher dahinter gefädelt, um das so ein bisschen rauszudrücken. Jetzt kommt hier diese kleine Kunststoffscheibe drauf und dann haben wir hier diesen ganz, ganz winzigen Splint. Können wir den nochmal zeigen bitte hier unten? Dieser. Schaut bitte bei der Demontage, dass ihr dort schon mal einen neuen besorgt. Ja, ich habe jetzt zwei neue da. Ich setze jetzt den alten einfach nochmal ein, dass ihr seht, wie das funktioniert. Nochmal richtig anpacken. So, da gibt es jetzt hier oben also eine Öffnung. Eine Bohrung sozusagen. Okay, das war fantastisch daneben. Ihr könnt euch manchmal nicht vorstellen, wie schwer das ist, das hier so hinzuhalten, dass meine Frau hier ordentlich filmen kann und ich aber trotzdem was sehe. So. So gehört das jetzt hin. Also ganz rein natürlich, bis dieser kleine Kopf sozusagen hier aufsitzt und dann werden diese Blechlaschen verbogen und damit ist diese Stelle sozusagen gesichert. Ja? So gehört das hier hin. Das macht ihr bitte und wir machen jetzt weiter mit dem Choke. Ihr nehmt bitte den Choke-Kolben und schaut mal bitte hier, ja, auf dieser Seite. Und ich drehe einmal und hier steckt ihr den hier rein, schraubt den ein und dann hat er hier unten so einen kleinen Kunststoff-Sechskant. Da könnt ihr also mit dem erwähnten 12 mm Gabelringschlüssel, Moment, könnt ihr den befestigen. Bitte nicht übertreiben, ja, bitte auch nicht den Kunststoff-Sechskant zerstören. So, das reicht schon. Das auf beiden Seiten und dann schrauben wir noch das Gestänge fest. So, jetzt eigentlich die komplizierteste Geschichte hier an diesem Vergaser, das Choke-Gestänge. Ja? Bitte erstmal, dass ihr darauf achtet, hier wird ja der Choke-Zug eingehängt, ja, in diesem Element. Und auf diese Seite gehört deswegen nicht dieses Teil, wo dann der Bautzugknippel reingehört. Ja? Das kommt also auf die andere Seite. Hier haben wir dieses Teil mit der Feder. So, Moment. Jetzt könnt ihr das hier so zwischendurch fädeln. Nein, Entschuldigung. Erst hier rein und jetzt muss das hier langsam durch, okay, so, und im Grunde, ich zeige euch das erstmal, im Grunde, Moment, so, im Grunde, hat es wirklich in sich, im Grunde muss das hier hin. Ja, da drauf. Und der Bügel von der Feder muss aber vorher hier unten drunter. Dort. Ja. So. Gehört das hier hin. Halt. Moment. Und dieser Bügel, der muss hier natürlich eins weiter nach oben. Da gehört der nicht hin, sondern... Das hat es wirklich hier in sich. So, da gehört er hin. Dort rein. So. Und der hier drunter. Und das hier drauf. Das müsst ihr sozusagen alles zugleich bewerkstelligt bekommen. Nein, hier haben wir noch einen Fehler. Moment, ich muss noch mal kurz gucken. Sekunde, geht gleich weiter. So Leute, schaut mal, ich habe es ja angesetzt. Es ist mir leider tatsächlich nicht möglich, das anzusetzen und es euch zu zeigen, weil man muss hier kräftig festhalten. Also, der eine Bügel, schaut mal, der sitzt hier unten drunter, dort. Ja, sieht man den? Ich sehe es gerade nicht. Danke sehr. Der andere Bügel von der Feder sitzt hier an dieser Stelle. Und jetzt kommt der große Spaß. Das ist noch nicht alles. Lass es bitte nochmal hier runter gucken. Jetzt braucht ihr diese beiden Scheiben. Hier, diese, ja. Diese beiden Scheiben. Und zwar muss eine, das ist ziemlich easy, eine muss hier drauf.
Und eine muss hier dahinter. Ich würde jetzt gern darauf verzichten, mir hier nochmal die Finger zu brechen. Ich lege die jetzt hier drauf, die dort dahinter, die lasse ich für den Moment jetzt weg. Mir geht es ja darum, dass ich euch zeigen möchte, wie die Reihenfolge hier ist. Also das ist wirklich, ja, das kann eine Herausforderung sein, das hier in die ordentliche Position zu bringen. So, jetzt muss die Schraube rein. Okay. Greift hier noch nicht. Das ist noch nicht an der richtigen Stelle. So. Die andere Seite ist ein bisschen leichter. So, jetzt. Ja. Also der Weg war der richtige, den ich euch gezeigt habe, aber es ist halt in dem Moment schwer zu zeigen und zu gucken zugleich. Ja, hier könnt ihr also prüfen. Die Feder drückt es also wieder in die Ausgangsstellung zurück. So muss das also sein. Auch da vorher natürlich Fotos machen. Jetzt könnt ihr noch mal schauen. Ja. Hier sitzt der eine Bügel der Feder dort, da unten drunter, und der andere sitzt da. Jetzt können wir hier zur anderen Seite noch gehen. Die ist deutlich einfacher. Das könnt ihr hier einfach drauffädeln. So, zack. Und jetzt habt ihr hier diese große Öffnung, ja, diese hier. Und hier wird die verschraubt. Und da gibt es hier, ich setze es mal an, dieses kleine Kunststoffelement. Das gehört hier hinein. So, zack. Eine Schraube, Entschuldigung, das ist die mit dieser Unterlegscheibe, die da drauf verpresst ist. Jetzt wieder mit Schrauben ansetzen, das ist nicht mein Tag heute, so wie es aussieht. So, schaut mal. Jetzt hat es geklappt. Bitte achtet darauf, dass dieses Kunststoffelement hier richtig in diese große Öffnung reinrutscht. Und da ist eine Hülse drinnen, die also verhindert, dass man das zusammenquetscht und dass es damit also zu schwer geht. So, jetzt nochmal Funktionsprobe. Ja, überall nochmal ein bisschen Silikonspray dran, wo es beweglich ist. Und dann sind wir fertig. Ja, also ich denke, hier ist tatsächlich dieses Choke-Gestänge die größte Herausforderung, das wieder richtig dran zu bekommen. Ja, macht euch vorher reichlich Fotos. Ansonsten sind wir jetzt hier durch mit dem Vergaser. Wie immer, meine Bitte, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Wünsche habt, dann scheut euch nicht, haut in die Tasten, schreibt einen Kommentar oder natürlich gerne auch eine Mail. Wir versuchen immer gern zu helfen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß und viel Erfolg beim Projekt. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.